Hallo ihr Lieben, ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video und in diesem Video möchte ich mit euch noch mal gerne so kleine Anhänger machen. Die kann man ja immer gebrauchen und ich habe so unheimlich viel bunte Reststoffe, sage ich nicht, Stoffe sind das nicht, so Reste, ja, wie soll ich sagen, hier so Fitzel von allem möglichen ja, Resten halt, ne, was so von Bordüren oder was man halt so immer mal so ansammelt, wenn man zum Beispiel auch mal irgendwie Kleidung oder irgendwelche alten Dinge ausrangiert, dann gucke ich immer noch, was kann ich davon gebrauchen oder schneid mir dann halt Dinge ab, ne, macht ihr ja sicher auch, Knöpfe, Reißverschlüsse oder halt auch irgendwelche Stoffstücke, die man noch verwenden möchte. Ja, und dann, also unter anderem habe ich halt auch noch so Reste von irgendwelchen, ich weiß nicht mehr, Kissen, was auch immer. Ja, und dann, wo ist es jetzt hingefallen? Da. Ja, dann habe ich mir überlegt, mache ich einfach mal so kleine, im Boho-Style, sage ich mal, so Anhänger. Also Boho-Style ist, ja, oder Gypsy-Style, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ist auf jeden Fall ziemlich so eine bunte Angelegenheit. Ich folge auch irgendjemandem auf Instagram. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie der Kanal heißt oder die Person. Auf jeden Fall, ich glaube, die macht auch sehr viel in Junk Journal in Boho-Style halt, nennt sich das, glaube ich, ne? Und nun ja, aber das, da habe ich jetzt so nicht geschaut, sondern das ist jetzt so einfach entstanden aus, wie gesagt, aus so Resten, die ich noch so hatte. Ja, und da habe ich mir gedacht, vielleicht, das kann man ja, wie gesagt, immer gebrauchen und mal gucken, wo man die so anhängen kann. Also eigentlich soll das so Gebamsel sein, ne, fürs Journal. Ich habe jetzt kein buntes Journal, denn ich mache ja nicht so viel mit bunten Sachen, aber zum Beispiel ist auch nicht gerade schlecht, wenn man so ein einfarbiges oder so ein etwas, sag ich mal, schlichteres Journal hat oder farblich schlichter. Ich meine, ich finde, da sieht dann auch so ein bunter Farbplex auch manchmal nicht schlecht aus, ne? Also das kann man jetzt als Anhänger nehmen oder halt auch vorne als Covertopper noch draufhängen oder wie auch immer oder auch reinhängen. Ja, und das sollte ich euch mal zeigen, wie man die so so herstellt, sag ich mal, oder wie ich sie halt so mache. Dann habe ich am Wochenende ein bisschen so für mich so gebastelt. Also, wie sich das anhört, ich bastel ja immer für mich, aber das hatte ich jetzt soweit schon fertig und dann habe ich so ein bisschen geguckt auf Facebook, was alle anderen so noch gemacht haben und dann habe ich auf einer in einer Gruppe, wie heißt die nochmal? Junk Journal Swap, glaube ich, heißt die Gruppe, falls das jemand nachschauen möchte. Da habe ich einen Post gesehen. Da hat eine Frau, ein Mädchen, eine Dame, ich weiß nicht genau, ist ein amerikanisches Forum, glaube ich jedenfalls. Kann auch australisch sein, ich bin da nicht ganz sicher, aber ich meine, es wäre ein amerikanisches Forum. Auf jeden Fall, sie hat auch geschrieben, sie hat noch Sachen gefunden, die sie mal gekauft hat. Und hat die ganz vergessen, so wie das jedem mal passiert, habe ich auch ganz viele Sachen, die habe ich dann weggeräumt und auf einmal finde ich die wieder und denke mir, ach du meine Güte, hast du noch gar nichts mitgemacht, ne? Nun ja, auf jeden Fall, sie hat so Hollywood-Tags gemacht, weil sie halt auch so Sachen bestellt hatte, so hier, ich denke mal vielleicht auch sogar das Gleiche, ich weiß es nicht genau, das habe ich mal vor langer Zeit schon bestellt, ich habe es wirklich auch vergessen. Das sind halt einfach so Aufkleber in Dia-Form oder in Negativfilmform oder auch Polaroid sind dabei. Die kann man halt, da kann man was draufkleben, dann kann man das einkleben. Das hatte ich mal vor, wirklich, also es ist bestimmt schon 3 Jahre her oder so zwei mindestens, also 2 Jahre ist es mindestens her, ist aber wahrscheinlich auch länger her. Ja, habe ich noch nie benutzt, habe ich irgendwann mal weggeräumt und nie wieder gefunden sozusagen. So, jetzt sehe ich da dieses Bild.
und dann macht sie so Hollywood-Tags und dann ist mir halt eingefallen. Und sie sagt auch, sie hat das irgendwie wohl verlegt und hat das auch jetzt irgendwie wiedergefunden, soweit ich das verstanden habe. Also das ist da geschrieben, nicht gesagt. Ne? So. Ja, und dann haben mir diese Tags so total gut gefallen. Die sind zwar bei ihr etwas heller und sie hat da natürlich auch andere Papiere benutzt. Aber so im Style, so ähnlich wie ich die jetzt gemacht habe. Und das hat mir, wie gesagt, so gut gefallen. Und da ich ja auch die Sachen sowas hatte, habe ich dann mal versucht, da sowas Ähnliches nachzubasteln. Und das ist mein Ergebnis. Das mache ich aber heute nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt ein Video zu drehen soll. Ich habe es auf Facebook gepostet und auch auf Instagram, falls euch das nochmal näher interessiert oder ihr das nochmal so nochmal im Bild sehen wollt. Könnt ihr da gerne mal schauen. Ich kann auch gerne ein Video dazu machen, wenn ihr wollt. Ich habe nur gedacht, so Tags machen ist ja nicht, ja, weiß ich nicht, ist vielleicht ein bisschen langweilig, ne? Ja, und das hat natürlich auch jetzt wieder mal nicht jeder dann solche Aufkleber und auch das Material dafür, so Bilder, ne? Da weiß ich jetzt nicht, wie ihr das dann eventuell machen möchtet. Vielleicht drehe ich dazu ein Video, mal schauen. Das überlege ich mir dann noch. Aber ich kann sie euch mal so zeigen. Das ist halt mein Ergebnis. Das ist halt auch so im Hollywood-Style. Soll das halt sein, ne? Hier habe ich zum Beispiel diesen Teebeutel benutzt, was ich jetzt letztens gemacht hatte mal. Ja, und von hinten dann so ein bisschen schwarze Spitze. Ich benutze total ungern schwarze Spitze, ne? Ich weiß auch nicht. Früher habe ich das auch gerne gehabt, so diesen Gothic-Style oder dieses dunklere, so ein bisschen. Aber irgendwie habe ich das dann nicht mehr so, ich mag das nicht mehr so gerne, so schwarze Spitze zu benutzen. Das hat von mir, für mich was so, ja, halt irgendwie, ja, es hat ja immer ein bisschen was mit Trauer zu tun oder ja, halt, oder mit dieser dunklen Seite so. Wie soll man das jetzt sagen? Also, ja, so zum Beispiel mit Halloween-Sachen, die man, wenn man ja nicht ein Halloween-Journal machen würde, dann benutze ich sowas natürlich auch. Aber das ist nicht mehr ganz so mein Geschmack gewesen. Und ja, aber jetzt für diese Sache habe ich mir dann doch noch mal diese schwarze Spitze gesucht. Und ich muss sagen, dazu gefällt mir das jetzt sehr gut. Ja, das finde ich jetzt auch ganz hübsch dann dabei. Aber ansonsten bin ich jetzt so auch von diesem Thema so ein bisschen weg. Aber ich sag mal, hier finde ich das wirklich ganz schön. Ja, und das sind halt, wie gesagt, meine Ergebnisse. Ja, wenn ihr wollt, kann ich das gerne mal abfilmen. Dann schauen wir mal, ne? Aber darum geht es heute nicht. Ich wollte euch das nur schon mal zeigen. Und wenn vielleicht Interesse besteht, könnt ihr das gerne in den Kommentaren äußern. So, ja. Dann fangen wir mal an mit dieser bunteren. Das ist ja genau das Gegenteil jetzt, das Bunte. Da habe ich einfach mal wieder, da könnt ihr Papier nehmen, wenn ihr wollt, oder halt auch, wenn ihr habt, das auf irgendwie einen Stoff drucken, oder wenn ihr könnt, oder halt auf dieses, was ich jetzt hier wieder benutzt habe, ist dieses Leinen- oder Canvas-Papier, ne, vom Action der Block, den es ja angeblich jetzt nicht mehr gibt, habe ich gehört. Aber bei Teddy habe ich den letztens gesehen. Da muss ich jetzt auch noch mal hinfahren und gucken. Bei Teddy gibt es wohl auch wieder diesen Leinenblock oder Canvasblock. So, da habe ich auf jeden Fall jetzt so alte Fotos drauf gedruckt, ne? Und da kann man dann, das soll jetzt nicht so groß werden, sondern so relativ, ja, so übersichtlich klein. Und da habe ich mir überlegt, ich nehme jetzt mal wieder hier unten diese kleine Ecke, weil das so ein ganzes Bild kann man auch machen, aber das wäre mir jetzt so ein bisschen zu groß. Ich nehme jetzt einfach mal hier unten dieses Kind nochmal. Das habe ich hier schon mal benutzt. Wo habe ich jetzt die kleine Schere? Ach, da. Genau. Ja, das habe ich mir halt selber zusammengestellt. Ich habe einfach Fotos auf den Scanner gelegt und noch ein paar Schmetterlinge dazu.
Ja, und dann habe ich das halt einfach ausgedruckt und dann bin ich nochmal mit einer alten Heiratsurkunde, die ich halt mal auf dem Trödelmarkt gekauft habe, das habe ich dann nochmal überschrieben sozusagen, dass da so ein bisschen Schrift drauf ist. Genau, so habe ich mir das einfach dann so gescannt, ne? So, ich nehme jetzt nochmal hier dieses Bild. Die Größe finde ich jetzt gar nicht schlecht so. Und ihr müsst auch bedenken, wenn ihr sowas Ähnliches machen wollt, dass ihr noch etwas größer werdet, weil das wird jetzt noch erstmal einmal klebe ich das auf Pappe drauf. Ja, damit das ist jetzt ein bisschen labberig und damit das so ein bisschen stabiler ist, klebe ich das so ein bisschen auf Pappe, so dass ich muss jetzt kein Rand sein. Ihr könnt es aber auch mir noch mit dem Rand belassen, wenn ihr wollt. Dann habt ihr natürlich auch noch ein bisschen Platz zum Dekorieren. Ich denke mal, ich werde so ein ganz, so noch nicht mal einen Zentimeter Platz lassen. Ja, ich klebe das aber schon mal auf. Und dann kommt eigentlich auch noch ein bisschen Stoff da hinten drauf. Also das solltet ihr dann bedenken, wenn ihr das ausschneidet. Oder so, dass das dann halt noch etwas größer wird, ne? So meine ich das. Also das ist jetzt, ich glaube, das habe ich ein bisschen kleiner geschnitten, das Bild. Und ihr seht, das ist jetzt die Umrandung. Das wird dann halt alles noch mal ein bisschen größer, ne? Wenn ihr jetzt so ein Riesenbild nehmt oder so, dann habt ihr hinterher so ein riesiges Bild. Das muss man dann halt, je nachdem, wofür ihr das verwenden wollt, ne? So, ich lasse hier so einen ganz kleinen Rand. Das muss auch nicht unbedingt ganz gerade sein. So zum Beispiel, ne? Das wird jetzt auch schon wieder fast. Das ist jetzt schon so groß wie fast das gestaltete Bild. Ja, da muss man halt gucken, ne, wie groß man das haben möchte. Ich glaube, ich mache es doch noch ein bisschen kleiner. Das heißt, ich muss den Rand wieder etwas abschneiden. Aber das ist Geschmackssache, ne? Das müsst ihr dann so machen, wie ihr das möchtet und wofür ihr das halt verwenden wollt. Wenn es jetzt nur so Anhänger werden sollen, dann möchte ich es lieber ein bisschen kleiner haben. Wenn ihr es halt ins Journal reinmachen wollt, kann es natürlich auch was größer sein oder als Covertopper oder so, ne? Ja, und es kommt natürlich auch auf die Größe des Journals an. So, das mal eben weglegen. Ja, dann bin ich hergegangen und habe mir einfach so ein Stück Stoff genommen, was auch noch so übrig ist halt, ne? Und da passe ich dann halt den Stoff auch etwas an. Das heißt, da schneide ich mir den aber erstmal zurecht. Beziehungsweise hier reiße ich das halt so ein bisschen, falls das geht, weil ich möchte natürlich überall dieses Gefransel haben. Das geht aber nicht immer. Ja, doch. Also manche Stoffe kann man schlecht reißen, weil die halt irgendwie so gewebt sind, ne? Hier sieht man das auch. Da sind so, das kann man in manchen Richtungen schlecht reißen, aber meistens geht es doch ganz gut. Dann schneidet man es halt so. Ja, der Stoff sollte natürlich jetzt ein bisschen größer sein, wieder mal als das Bild, damit man das natürlich auch noch sehen kann. Ja, ich denke mal, das ist zwar jetzt ein bisschen groß, aber der Stoff, aber ja, ich möchte jetzt nicht noch mehr abschneiden, dann ist alles von diesen Fransen weg. Darum nehme ich ja, das ist jetzt zu klein. Ja, da müsst ihr dann so ein bisschen anpassen, ne? Aber das geht jetzt, ist in Ordnung. Das wird ja auch drumherum jetzt noch beklebt. Jetzt klebe ich das einfach direkt auf. So.
Ja, das meine ich, ne? Also dieses Bild wird halt praktisch noch mal eine Spur größer. Und ich mache hier hinterher auch sogar noch ein bisschen Spitze dran, weil wenn das halt so ein Gebamsel wird, dann sieht man ja auch manchmal so die Rückseite, ne? Deswegen, da müsst ihr dann auch ein bisschen darauf achten, dass die vielleicht auch noch ganz hübsch ist. Man könnte auch was zum Schreiben draufkleben, noch irgendwie ein bisschen, noch mal ein Stückchen Papier oder Pappe oder was. Aber ich mache einfach ein bisschen Spitze drauf. Die können wir auch schon mal drauf machen. Jetzt habe ich gerade hier nichts, habe ich jetzt nicht vorbereitet, glaube ich. Nee, muss ich mal ganz kurz hier an mein Spitzenkleid gehen. Mal eben gucken, was ich da nehme. Ja, ich nehme jetzt einfach mal direkt hier so das Erstbeste, was mir da in die Hände fällt. Ist hier so ein bisschen so ein. Ja, passt. Ach nee, andersrum so. Passt auch ganz gut von der Farbe, finde ich. So habe ich auch, glaube ich, hier schon mal bei einem benutzt hier. Ja gut, die Größe ist jetzt, dann wird es natürlich schon recht groß, ne? Aber ist nicht so schlimm. Ich guck mal, dann tue ich das halt anstatt anhängen ins Journal oder so. Aber ist okay, die Größe. So, das klebe ich auch schon mal auf. Ist halt auch wieder so ein Layer, ne? Oder so nennt man das. Ich glaube, hier kann man das gar nicht sehen, was jetzt vorne, was jetzt die schönere oder die nicht so schöne Seite ist. Manchmal ist das alles gleich. So. Lucy geht wieder weg. Jetzt aufgewacht. So, genau. Also das wäre dann jetzt schon mal so praktisch das Grundgerüst. Und jetzt kann man halt wieder mal, nenne ich das mal, dekorieren, ne? Und zwar nehme ich dafür halt dann jetzt diese Reste, so die ich so, was heißt Reste? Manchmal habe ich auch so ganze Stücke. Oder auch hier so, na, all das habe ich auch mal irgendwie auf dem Trödelmarkt gefunden, so ältere Bordüren. Es soll auf jeden Fall so ein bisschen bunt werden, ne? Auch, also es ist ja nicht so ganz mein Ding mit dem Bunt, aber in diesem Fall finde ich das dann doch ganz hübsch, ne? Wenn das halt so auch so ein bisschen zusammenpasst alles. Ja, und da mache ich halt auch wirklich Farben, die jetzt, also hier zum Beispiel, ne, das ist halt Geschmackssache, ob das zusammen oder geht das ein bisschen ab hier. Ja, das ist schwer zu kleben, habe ich festgestellt. Das ist dieses von diesem von den Bändern, was ich auch mal, das auch von Action hier, da gab es mal so ein Bänderset und da waren halt diese goldenen ja, dieses goldene Band sozusagen auch drauf. Und das kriegt man jetzt so schlecht. Das muss ich, glaube ich, mit Heißkleber machen. Habe ich auch schon, aber geht trotzdem wieder ab. Ja, da muss ich mal gucken. Muss ich mal nachkleben. Was ich sagen wollte, auf jeden Fall, ich mag ja eigentlich nicht so bunt, aber. Oder manche Farben, ob die jetzt zusammenpassen oder nicht, ist Geschmackssache, wie zum Beispiel Pink und Grün und so, ne? Aber in dem Fall finde ich das irgendwie richtig süß. Ja. Oder Rot und Blau, ne? Das ist auch so eine komische Farbkombi. Das war ja schon so. Ja, da muss man halt gucken, ne? Das soll aber so sein jetzt in dem Fall bei mir. Wie zum Beispiel auch einfach so ein bunter Fetzen. Ja, und da habe ich dann auch noch sowas. Also ganz komische Farbe, Curry oder so. Oder Senf.
man zum Beispiel auch dann so da drüber kleben. Wir machen einfach mal so. Ich werde das jetzt mal aufkleben. In der Hoffnung, dass das auch alles so schön klebt, weil manchmal manche Stoffe oder manche Sachen kleben halt nicht so gut mit normalem Kleber. Aber ich glaube, mit Heißkleber kriegt man fast alles befestigt, ne? Ja, so, das kann man noch dann da drüber kleben. Aufpassen, dass das hier nicht auf dem Papier festklebt. Dann, was habe ich denn noch für eine Farbe gehabt? Hier einmal so ein rötlicher Ton. Mal kurz gucken, was ich danach noch nehmen werde. Werden wollen möchte. So, ja, das ist doch schon richtig schön bunt dann. Ja, machen wir mal so. Also wie gesagt, das muss jetzt, ich lasse auch hier so, wenn das geht, lasse ich auch hier so ein Gezumpel noch dran, dass das so ein bisschen, ja, so grungig schon ist, ne? Und abgeranzt oder so sagt man, ne? Dass das nicht so ab in einer Kante abgeschnitten ist. Falls das hält, ne? Wenn das sich natürlich aufdröselt noch mehr, dann muss man da gucken, aber wenn das einmal geklebt ist, dann hält das, glaube ich. So. Wenn das irgendwie aussieht und so, dann lasse ich auch so, wie gesagt, hier sowas dran, auch hier solche Fäden. Gerade bei solchen Sachen soll das ja auch so ein bisschen so grungig sein. Ja, theoretisch wäre das schon, könnte das so bleiben, aber ich mache mal, soll ein bisschen übertrieben werden auch, so finde ich, ne, so mit, auch noch mit Schmuckstückchen, Steinen oder sowas. Oder hier dann, oder, ja, ich, genau, jetzt habe ich gerade diese Schmucksteine, die muss ich auch noch raussuchen. Vielleicht reicht das auch schon hiermit. Mal gucken. Zum Beispiel, ne, das ist ja auch schon bunt. Aber ich glaube, ich habe überall jetzt so ein bisschen Strasssteinchen dran gemacht. Muss ich mal gucken, ob das hier auch noch aussieht. Aber das finde ich ganz hübsch. So, und auf der anderen Seite auch. So. Muss natürlich eigentlich erst noch trocknen, aber ich gucke mal, ich hoffe mal, dass es jetzt so bleibt, hält. Und ja, das sieht doch schon richtig schön bunt aus. So, wem das nicht reicht oder so, der kann jetzt auch noch ein bisschen so Schmucksteinchen verwenden, ne? Haben wir ja auch alle, glaube ich, hier so Perlen oder halbe Perlen sind das. Herzchen, Strasssteinchen, Herzen. Ich guck mal, ich hoffe, ich habe jetzt diese Steine, die ich da benutze. Doch, die habe ich hier unten liegen, sonst hätte ich jetzt da nochmal rumwühlen müssen. Ich muss die aber trotzdem mal eben rausholen. Moment. Habe ich jetzt ganz vergessen.
Ja, hier habe ich einmal, ups, so, da habe ich einmal noch diese Sachen, die habe ich mal geschenkt bekommen. Ja, das habe ich auch geschenkt bekommen. Da sind auch so schöne kleine Herzen drin. Ich mal kurz gucken, ob das, ob ich da was finde. Oder, ach, ja, hier so. Ja, die Farbe ist jetzt nicht so toll. Hier ist nochmal dieses Herzchen. Noch was anderes. Ja, hier so ein Sternchen. Ja, also das ist ja halt auch Geschmackssache, ne? Wie geht das hier auf, da, was ihr da jetzt so drauf machen wollt. Man kann es auch ein bisschen schlichter machen mit, was sind das hier, so Paillettenblümchen. Ja, ich glaube, das finde ich ein bisschen hübscher jetzt. Was haben wir noch? Oder solche Herzchen. Auch ganz hübsch. Nö. Ups. Ich denke mal hier so, ist schon so bunt. Dann nehme ich einfach mal hier noch so ein Sternchen und so ein Blümchen. Das reicht dann. Ja, das, mal gucken, ob das mit dem, warum kommt das eigentlich so? Das leuchtet ja noch mehr anstatt so. Das, eigentlich sollte man das vielleicht annähen, aber ich klebe das jetzt, weil auch hier noch nähen, das möchte ich euch jetzt nicht antun. ja, Heißkleber ist vielleicht besser, ne? Mal kurz gucken, dass der Glue an ist. So, dann kommt ja so ein Anhänger einmal hier oben hin, für, also dafür, um das an irgendwo ans Journal dran zu hängen. Da nehme ich halt wieder diese Quetschperlchen, die ich so habe, so kleine. Könnt natürlich auch eine Öse machen oder hier habe ich es auch einmal so getackert einfach, ne? Jetzt habe ich gerade auch mein Bändel. Habe ich den? Ja, hier habe ich noch Bändel. Das sind auch so Brokatkordeln, die kann man so aufdrehen wieder. Dann kann man sich daraus so Bändel entnehmen. Ich finde, das passt auch sehr hübsch zu diesem ganzen Style. Ob man die dann da durchkriegt, ist eine andere Frage. Doch, das müsste hier gehen. Ich mache jetzt erstmal, klebe das jetzt erstmal hier an. Ja, falls ihr hier im Hintergrund so ein bisschen Brummen oder was hört, da draußen ist wieder irgendwie, bauen die da wieder was. Ist ja hier auch mittlerweile überall, glaube ich, diese ganzen Glasfaserbaustellen, ne? Die bauen ja jetzt reißen sie wieder die ganzen Straßen auf und müssen neue Leitungen verlegen. Und jetzt muss das hier irgendwo in der Nähe auch sein, glaube ich, weil hier ist irgendwas am Brummen. So, also einmal hier oben so ein Anhänger, da könnt ihr mal, könnt ihr so Quetschperlen nehmen oder halt auch eine Öse machen oder das antackern, wie ihr wollt, was ihr habt. Ich nehme jetzt mal hier diese, wenn das überhaupt geht, so. Ja, das sieht doch auch ganz hübsch aus, finde ich dann. Ja, das macht man dann mit der Zange einmal fest. So, ich mache mal kurz das Fenster zu, weil jetzt fängt da auch noch irgendwie was an zu
rufen oder so. Moment. Ja, das ist jetzt ein bisschen Lärm da draußen. So. Da machen wir mal einmal den Bändel durch, wenn das geht. Das ist auch nicht so einfach, wenn das so franselig ist. Da muss ich mal ein Stück abschneiden. Ja, der ist jetzt doch ein bisschen zu dick, der Bändel. Warum, da habe ich den aber durchgekriegt, oder? Ja, da habe ich den durchgekriegt. Mal versuchen. Nee, das ist jetzt zu friemelig. Ein Versuch noch. Sonst muss man da eventuell noch so einen Karabiner nehmen. Nee, das geht jetzt gerade nicht. Hier habe ich es irgendwie geschafft. Oder habe ich das? Ich glaube, ich habe das mit Draht gemacht. Ne? Habe ich Draht? Da hier habe ich noch was anderes. Naja, wie dem auch sei, falls das jetzt nicht klappt, es ist halt, ihr braucht halt hier oben eine Aufhängung. Da muss ich gleich mal gucken, dass ich das mit einem Draht irgendwie da durchkriege. Den muss ich aber jetzt auch suchen. Ne, da ist was. Moment. Hier habe ich extra meinen Draht, um da so Sachen durchzubekommen. Das ist ein Trick, den habe ich mal bei verschiedenen Leuten gesehen, also auch bei, ich glaube bei Jutta Wittli habe ich das mal gesehen, die hat das in einem Journal gemacht, aber das hat mir auch schon mal jemand geschrieben. So kann man den Draht dann so nehmen und so eine Schlaufe machen und den kann man dann da durch so dünnere Löcher ziehen. Manchmal klappt das, manchmal nicht. Da seht ihr, da kann man das dann so durchziehen, obwohl das jetzt auch sich dann aufdröselt hier. Zack, hat man dann ein dickeres Band durch ein kleines Loch bekommen, sozusagen. So, Knoten rein. Ja, der ist jetzt, muss ich noch ein bisschen nachbessern, lassen wir das mal so. Ja, und dann hier unten, da finde ich, das ist jetzt auch, das ist dann noch mal ein bisschen wichtiger. Da ist dann auch noch so Gehänge dran. Ja, dass das irgendwie halt so ein bisschen halt dann auch Gebamsel ist. Ne? Das ist ja eigentlich schon Gebamsel genug, wenn man das irgendwo dran macht, aber mit dem Bild, finde ich, ist das dann auch noch mal hübsch. Kann man schlichter machen. Oder auch etwas auffälliger. Ich habe jetzt hier schon eins vorbereitet. Das ist halt einfach nur, das habe ich halt einfach an diese Trottelkugel oder Kuppe, wie man auch sagen möchte, gehangen. Einfach ein paar Spitzenreste. Ne? Dann habe ich einfach nur so ein paar kleine Charms dran gehangen, die ich so habe. Ist jetzt nichts Tolles, das kann man ja, brauche ich jetzt nicht extra machen. Das sieht man ja, das ist einfach an so einem Sprengring, habe ich das dran gemacht und das kann man dann, habe ich noch eins, ich hatte doch noch irgendwie eine Alternative, oder? Eine kleine? Ach nee, das war abgegangen. Nee, das ist das dafür, genau. So, und das kann man mit so einem Karabiner, wie ihr das dann halt auch so macht,
einfach so mit da dran hängen. Zum Beispiel an so eine Schlaufe hier oder so. Muss man nicht extra ein Loch reinmachen. Gut, sollte schon halten. Deswegen guckt man, dass man das irgendwie so ein bisschen stabiler da dran bekommt. Wie so, ne, zum Beispiel. Ja, es ist jetzt ist schon ein bisschen viel für so ein Bild. Obwohl, naja, soll ja auch Gebamsel sein, ne? Doch, gefällt mir eigentlich ganz gut. Muss ich mal gucken, ob das jetzt so ein bisschen zu schwer und zu groß ist. Dann kann man noch was Kleineres machen, ne? Hier, wie zum Beispiel hier. Ist jetzt ein bisschen dezenter. Oder leichter, das ist ganz leicht. Schon ein bisschen viel, ne, für so ein kleines Bild, aber sieht trotzdem ganz süß aus. Ja, das wäre das im Boho-Style oder Gypsy-Style angefertigte Anhängsel. Genau, vielleicht, ich will ja ein Journal nachmachen nochmal, da könnte das ganz gut zu passen, aber das ist alles noch nicht so ganz geplant. Ich muss mal gucken, vielleicht, ich habe auch noch andere Ideen und Projekte im Kopf, die ich eventuell noch vorher machen will, aber das weiß ich alles noch gar nicht, ich muss mal überlegen. Auf jeden Fall werde ich die dafür wahrscheinlich ganz gut gebrauchen können dann. Aber ich finde, das kann man überall, also das ist halt, das kann man ja überall dran machen eigentlich. Ne? Ich mag das auch nicht, wenn man sagt, das passt da nicht hin, das passt da nicht zu. Manche, ja, also ist ja halt, wie gesagt, Geschmackssache, aber ich finde, bei mir passt eigentlich immer alles zu allem so, sag ich mal. Ne? Und mir gefällt es auch meistens, wenn sowas an einem romantischen Journal hängen würde oder halt auch an einem grungigen. Ich finde, das sieht immer trotzdem ganz hübsch aus, aber das muss man ja halt selber wissen. Ja, ihr Lieben, so viel dazu. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr habt auch so ein paar Kleinigkeiten, die ihr noch so dafür aufbrauchen könnt, ne? So Fadenfetzen und was nicht all, was sich so ansammelt. Ist ja auch eine gute Resteverwertung. Ja, und dann sage ich einfach mal danke, dass ihr mir zugeschaut habt. Ich werde mir jetzt überlegen, ob ich vielleicht jetzt im Anschluss noch das Video zu diesem Text drehe. Falls ich da jetzt noch das so zusammenbekomme, dass ich da noch Papier habe, was ich da benutzen kann. Genau. Und dann schaue ich mal, wann ich das hochlade. Und ich sage einfach mal dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.